Schon um diese frühe Morgenstunde des 27. Januar 1923 spürt man in Buenos Aires, dass es ein heißer Tag werden würde. Mit der Straßenbahn kommt ein Mann aus der Innenstadt. An der Plaza Italia steigt er aus und geht in Richtung Fitzroy-Straße. Er macht einen ruhigen und gelassenen Eindruck. Er trägt ein Päckchen, das sein Mittagessen enthalten könnte. Seinem Hut und seinem Anzug nach ist er kein Einheimischer, eher ein Nordeuropäer. Und es sieht so aus, als warte er auf einen Freund. Aber das täuscht. Seit Tagen schon beobachtet er das Haus des Oberst Varela, der bei den Arbeitern der Schlechter von Patagonien genannt wird. Sie beschuldigen ihn, für den Tod von 1500 streikenden Landarbeitern verantwortlich zu sein. Attentäter wird der Deutsche Kurt Gustav Wilkins verhaftet. So beginnt das zweite Kapitel einer Geschichte voller Blut und Gewalt. Einer Geschichte von Engeln und Teufeln. Von Engeln, die zu Teufeln wurden, und von Teufeln, die zu Opfern wurden. Gustav Wilkins wurde 1887 in Bad Bramstedt in Schleswig-Holstein geboren. Die Familie ist gutbürgerlich und angesehen. Das norddeutsche Flachland mit seiner melancholischen, zart gefärbten Landschaft hat ernste, zurückhaltende Menschen geprägt, die wie Kurt Gustav Wilkins einen Hang zu Ruhe und Zurückhaltung haben. Der Roland, ein Symbol der Gerechtigkeit, steht auf dem Marktplatz in Bad Bramstedt. In alten Zeiten wurden unter ihm Vertragsabschlüsse per Handschlag getätigt. Noch immer blickt der Roland auf das Geburtshaus von Kurt Gustav Wilkins. Das vor den Bombenangriffen 1944 noch so aussah, wie der junge Kurt es erlebte. Die Eltern kamen beide aus bäuerlichen Familien, waren dort aufgewachsen und kannten das arbeitsreiche Tagewerk. Der Vater, groß, stattlich, robuster Natur, erfolgreich und geschäftlich angesehen im weiten Umkreis. Die Mutter, ein Kopf kleiner, zierlicher, war voll dem Hause zugetan und widmete sich der Erziehung der Kinder. Schon frühzeitig lernte Kurt gegenüber seinen übrigen 8 Geschwistern durchzusetzen. Nach 9 Schuljahren begann Kurt Gustav eine Gärtnerlehre. Danach musste er, wie es üblich war, seinen Wehrdienst ableisten. 19-jährig kam er in ein Elite-Infanterieregiment nach Berlin, das die Kaiserwache stellte. 2 Jahre Disziplin und Vorbereitung auf den Krieg. Preußen war damals das militärische Modell für die ganze Welt.
und die Waffen von Krupp, Mauser und Löw die begehrtesten auf dem internationalen Markt. Leider muss ich sagen, dass über die Person und den Lebensweg Kurt Gustav Wilkens wenig bekannt ist. Er soll vor dem Ersten Weltkrieg nach Amerika ausgewandert sein. In der Tat fuhr Kurt Gustav Wilkens 1909 nach seinem Militärdienst in die USA und begann dort seine Wanderjahre, wie so viele junge Menschen seiner Zeit. Er schloss sich einer Gruppe von Dänen, Schweden, Norwegern und Deutschen an, die ein ungebundenes Leben mit der Natur führten, wie es Knut Hamsun so trefflich in seinem Landstreicher beschreibt. Das Land zu durchqueren, mit einem Bündel Kleidung als einziges Gepäck und das nötige Geld bei den Ernten zu verdienen. Durch seine Freunde lernte Wilkens die Ideale Leo Tolstois kennen, der das Evangelium von Liebe und Frieden, von der Rückkehr zum ursprünglichen Christentum und zur Natur und die Gewaltlosigkeit predigt. Wilkens, der frühere Soldat der Kaiserwache, war zu einem eingeschworenen Pazifisten geworden, der die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen ablehnte. Als Wilkens dann in einer Fischfabrik arbeitete, leistete er zum ersten Male gewaltlos Widerstand. Das war sein erster Konflikt mit den Behörden in den USA. Es gab in dieser Fabrik zwei verschiedene Fischqualitäten. Die besseren Produkte kamen in Luxusverpackungen in die Geschäfte der Reichen. Die Reste, die Abfälle, wurden billig verpackt für den Verkauf in den Arbeitervierteln. Wilkens überredete seine Arbeitskameraden, das Gegenteil zu tun. Die Reste wurden in die luxuriösen Verpackungen abgefüllt und die besseren Konserven gingen so in den billigen Verpackungen in die Lebensmittelläden der Arbeiter. Wilkens wurde entlassen und arbeitete danach im Bergbau in Arizona. Zu Beginn des Ersten Weltkrieges weigerte er sich, dem Stellungsbefehl aus Deutschland zu folgen. Da er gut Englisch sprach, wurde er 1916 beim großen Bergarbeiterstreik auf den Versammlungen zum Sprecher der nordeuropäischen Arbeiter gewählt. Der Streik wurde niedergeschlagen. Wilkens und weitere 1168 Minenarbeiter nach Neumexiko verbannt. Die Zeitungen bezeichneten ihn als den gefährlichsten Roten des Westens. Er konnte fliehen, wurde aber wieder eingefangen und nach Kriegseintritt der USA in das Lager für deutsche Kriegsgefangene nach Fort Douglas gebracht. Ende 1917 floh Wilkens erneut. Nach Kriegsende wurde er wieder verhaftet und nach Deutschland ausgewiesen. In Hamburg kam Wilkens in Kontakt mit den Sozialisten des Anarchistischen Freibundes um Karl Langer, der die Zeitschrift Alarm herausgab. Die Hamburger Freunde erzählten Wilkens auch von Argentinien. Dort gab es eine starke anarchistische Arbeiterbewegung und in Patagonien paradiesische Landschaften. Nur kurz kehrte Wilkens noch einmal nach Bad Bramstedt zurück. In dieser Zeit starb seine Mutter. Er verzichtete auf seine Erbschaft von 20.000 Goldmark zugunsten seiner Geschwister und gab seinem Bruder Max eine Generalvollmacht. Eine Tat, die seinem Vorbild Leo Tolstoi ebenbürtig war. Am nächsten Tag verließ er Deutschland für immer und landete mit der Brabant im September 1920 in Buenos Aires. Sofort reist er nach Patagonien, in sein erträumtes Paradies. Der tiefblaue Himmel spiegelt sich in unendlichen Seen, überall Wälder, duftende Kräuter und das Aroma von wilden Blumen. Hier könnte man eine neue, anti-autoritäre Gesellschaft in gegenseitiger Liebe gründen und im Gleichgewicht mit der Natur leben. Hier würde der neue Mensch entstehen und nicht in den Vororten der Städte mit ihren Fabriken und Slums, wo die Kinder ohne Sonne und Lebensfreude aufwachsen. Mit der Bahn durchreist er die endlosen Pampas,
und beginnt in den Fruchtplantagen von Rio Negro zu arbeiten. Aber sein Traum stößt auf eine brutale Realität. In den idyllischen Regionen Patagoniens, wo schon 50 Jahre zuvor die einheimischen Indianer ausgerottet wurden, findet Kurt Wilkens die schlimmste Form der Ausbeutung. Das Land gehört größtenteils europäischen, hauptsächlich britischen Großgrundbesitzern, die dort ein selbstherrliches Leben führen. Hier findet man Besitztümer, Estancias von über 200.000 Hektar, die oft von London aus verwaltet werden. Die Arbeit aber machen chilenische Knechte, Wanderarbeiter aus dem Nachbarland, die schweigend mittelalterliche Zustände ertragen. Den größten Reichtum bilden Millionen Schafe, deren Wolle fast ausschließlich an die englischen Textilfabriken geht. Als Wilkens hier ankommt, spricht man von der Wollkrise. Unter den Arbeitern herrscht Unruhe. Diese Erfahrung ist für Wilkens trostlos und verheerend. Seine Vorstellung von Brüderlichkeit, seine Selbstlosigkeit können diese soziale Landschaft nur schwer ertragen. Er will wieder in die USA zu seinen freidenkenden anarchistischen Freunden. Er kehrt nach Buenos Aires zurück. Doch im Café La Brasiliana kommt es zu einer Begegnung, die sein ganzes Leben verändern sollte. Er trifft auf einen Unbekannten, der sich als Gesinnungsgenosse ausgibt. Dieser Unbekannte stellt Fragen und Wilkens erzählt ihm von seiner Agitationstätigkeit in den Vereinigten Staaten. Der Mann lädt ihn zu sich nach Hause ein. Wilkens stimmt zu. Doch dieses Haus ist nichts anderes als die Polizeiwache 16. Und der Genosse ist der Geheimpolizist 838 der politischen Polizei, Maurizio Gutmann. Wilkens wird festgenommen und kommt in Untersuchungshaft. Der Leiter der Einwanderungsbehörde ordnet seine Ausweisung an. Die Anarchisten in Buenos Aires bezeugen aber zu seiner Verteidigung, dass Wilkens während seines Aufenthaltes in Argentinien immer gearbeitet hat. Das Gericht gibt Wilkens Recht, verfügt seine Freilassung und verurteilt den Direktor der Einwanderungsbehörde zu 1.000 Pesos Geldstrafe. Aus Dankbarkeit den argentinischen Anarchisten gegenüber beschließt Wilkens, in Buenos Aires zu bleiben, um den politischen Häftlingen zu helfen. Er geht zur FURA, der anarchistischen Arbeiterorganisation. In diesem Versammlungslokal trifft Wilkens vor fast 70 Jahren auf Freunde. Einer von ihnen ist Luis Oneto. Por Wilken. Casualmente yo pertenecía al gremio de lavadores de autos que estaba. Ich gehörte der Gewerkschaft der Autowäscher an, die zu dieser Zeit gut organisiert war. Auch Wilkens gehörte hier an, als er aus dem Landesinneren kam. Er arbeitete in der Straße Soler, im alten Stadtteil Palermo. En el viejo Palermo, ¿no? Más allá de la rural, ¿no? Pero yo no trabajaba en ese garaje, trabajaba en otro. Ich selbst arbeitete damals in einer anderen Garage. Er begann seine Arbeit um 12 Uhr in der Nacht. Und in dieser Zeit wusch man ca. 8 Wagen bis etwa 6 oder 7 Uhr morgens. Ich habe ihn im Lokal der Fora kennengelernt, das an einer Straße